60.000 Euro zum 18. Geburtstag, und zwar für alle. Das fordern die Jusos, die Nachwuchsorganisation der SPD. Dieses sogenannte Grunderbe, das soll für mehr Chancengleichheit in Deutschland sorgen. Für uns der Anlass, in dieser Folge mal genauer hinzuschauen. Sollten alle was erben? Und wenn ja, wie viel? Mein Name ist Alia Rentmeister. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Wenn es nach den Jusos geht, dann sollen bald alle 18-Jährigen ein besonderes Geburtstagsgeschenk vom Staat bekommen. 60.000 Euro. Die durchschnittliche Erbschaft im Westen liegt bei knapp 100.000 Euro, im Osten nur bei 50.000. Deshalb fordern wir die Einführung eines Grunderbes, um dieser Ungleichheit entgegenzusteuern und gleichzeitig mehr Chancengleichheit zu schaffen. Das verspricht sich etwa Max Strücek von den Jusos Sachsen. Neu ist diese Idee nicht. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, das hatte schon vor 2 Jahren ein Grunderbe von 20.000 Euro ins Spiel gebracht. Markus Grabka forscht am DIW zu Einkommens- und Vermögensverteilung und ist auch heute noch von der Idee überzeugt. Ein Grunderbe, selbst wenn es auch nur 10.000 oder 20.000 Euro umfassen würde als Betrag, kann dauerhaft und nachhaltig die sehr hohe Vermögensungleichheit in Deutschland reduzieren, weil diesen jungen Menschen überhaupt erst einmal ein Grundstock gegeben wird an Vermögen, um daraus zusätzliches Vermögen aufzubauen. Das fehlt den jüngeren Menschen in der Regel sowieso und erleichtert es dann tatsächlich dauerhaft, die Vermögen dann insgesamt gleicher in Deutschland zu machen. Dieses 20.000 Euro Grunderbe, das hatte damals schon Fans, wie etwa den Ostbeauftragten der Bundesregierung Carsten Schneider. Aber auch Skeptiker wie FDP-Chef Christian Lindner. Kein 20.000 Euro Grunderbe am 18. Geburtstag, sondern lieber staatliche Investitionen in die Bildung bis zum 18. Geburtstag. Bildungsinvestitionen, die findet auch Markus Grabka sinnvoll. Aber auch die müssen finanziert werden. Er wünscht sich deshalb gerade von der FDP Vorschläge zu Erbschaften und Schenkungen. Die FDP ist ja eine der Parteien, die sich vor allen Dingen Leistungen auf die Fahnen schreibt. Und bei dem Thema Erbschaft und Schenkung, wo es komplett um leistungslos bezogenes Vermögen geht, hört man von der FDP leider faktisch gar keine Forderungen. Die Notwendigkeit besteht vor allen Dingen darin, dass überhaupt erst einmal insbesondere eine Partei wie die FDP sich dazu konstruktiv äußert. Schließlich werden nach Schätzungen des DIW in Deutschland jedes Jahr rund 400 Milliarden vererbt und das Leistungsprinzip, das spielt hier gar keine Rolle. Es hängt alleine ausschließlich von der Geburtslotterie ab, ob ich das Glück hatte, in einem Millionärshaushalt geboren zu werden und dort durchaus steuerfrei größere Beträge von meinen Eltern erhalten kann und damit langfristig mein gesamtes Leben in eine viel sicherere Bahn gelenkt werden kann, als wenn ich unglücklicherweise eben in einem Bürgergeldhaushalt aufwachse. Ein Grunderbe soll dafür sorgen, dass wir nicht mehr so sehr von dieser Geburtslotterie abhängig sind. Das DIW, das will das Erbe gern an bestimmte Ausgaben koppeln, zum Beispiel an eine Ausbildung, eine eigene Wohnung oder eine Unternehmensgründung. Dass die Jusos das Grunderbe komplett ohne solche Bedingungen verteilen wollen, das sieht Markus Grabka kritisch. Vor allem, weil Jugendliche aus armen Familien dann am Ende nichts für sich übrig haben könnten. Dort besteht das Problem, dass wenn diese Kinder diese 60.000 Euro bekämen, dass dieses als zusätzliches Einkommen bzw. Vermögen angerechnet wird auf den Bürgergeldbezug und was zur Folge haben würde, dass dann diese Kinder im Zweifelsfall komplett für die entsprechenden Leistungen der Eltern aufkommen müssten. Das heißt also, im Zweifelsfall würden dann diese Kinder gar nichts davon haben. Tatsächlich wollen die Jusos nur eine einzige Bedingung für das Grunderbe, einen Wohnsitz in Deutschland. Kritik daran kommt zum Beispiel aus der CDU, wie hier von der Abgeordneten Gitta Connemann im Nachrichtensender Welt. Ein verheerendes Signal. Kommt nach Deutschland, das Land, wo Milch und Honig fließen, und ihr dürft erwarten, jeder von euch ein Grunderbe von 60.000 Euro. Denn jeder soll es erhalten. Ein absolutes verheerendes Signal. Für Markus Grabka ist das der falsche Fokus.
Das ist zumindest aus wissenschaftlicher Sicht erst einmal nicht unbedingt in Erwägung zu ziehen, sondern muss dann die Politik am Ende des Tages entscheiden. Und ich würde das dann weniger an Flüchtlingen ausmachen, sondern tatsächlich an Kindern aus Milliardärs- oder Millionärshaushalten. Brauchen wirklich alle 18-Jährigen 60.000 Euro, auch die, die schon jede Menge Geld haben? Diese Frage ist auch deshalb wichtig, weil ein Grunderbe natürlich eine Menge Geld kostet. 45 Milliarden Euro pro Jahr, schätzen die Jusos. Sie wollen das Geld mit einer neuen Erbschaftssteuer einnehmen. Ab einem Freibetrag von 1 Million Euro 10% Erbschaftssteuer. Und dann für jede Million nochmal 10% mehr. Kann man so machen, sagt Markus Grabka. Vor allem aber findet er es wichtig, die Schlupflöcher bei großen Erbschaften zu stopfen. Weil es ist derzeit so, dass man auch zum Beispiel Immobilien von den Eltern auf die Kinder unter bestimmten Voraussetzungen komplett steuerfrei übertragen kann. Und das kann dann zum Beispiel auch die Villa am Starnberger See sein, die dann wirklich mehrere Millionen Euro wert ist. Als auch die Thematik, dass natürlich derzeit Betriebsvermögen sogar unter bestimmten Rahmenbedingungen komplett steuerfrei übertragen werden kann. Und wie teuer ein Grunderbe am Ende wird, das hängt natürlich auch davon ab, um wie viel Geld es geht. Das 60.000 Euro Grunderbe der Jusos ist natürlich teurer als das 20.000 Euro Grunderbe des DIW. Am Ende des Tages wird natürlich die Juso-Forderung von 60.000 Euro sowieso aller Wahrscheinlichkeit nach nicht durchkommen, sondern es ist ein deutlicher Vorschlag, dass halt hier etwas passieren muss im Bereich der Erbschaft und Schenkung. Aber eben aus unserer Perspektive ist eine Größenordnung von 20.000 Euro deutlich angebrachter. Offiziell wollen die Jusos das 60.000 Euro Grunderbe auf ihrem Bundeskongress Mitte November fordern. Dass der Vorschlag von der Ampel umgesetzt wird, ist aktuell aber ziemlich unwahrscheinlich. Trotzdem, der Druck auf die Politik wächst, sich zumindest die Schlupflöcher bei der Erbschaftssteuer genauer anzuschauen. Wenn euch diese Folge von Zurück zum Thema gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf Spotify, da würden wir uns über 5 Sterne von euch sehr freuen. An dieser Folge mitgearbeitet haben Sonja Garan, Bruno Richter und Naomi Assal. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann, produziert hat Tim Schmutzler und mein Name ist Alia Rentmeister. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.